So, hallo Leute. Heute zeige ich euch, wie ihr die Software auf dem Kroni aufspielt. Entweder wenn ihr Bastler seid oder wenn wir Updates rausbringen und ihr könnt euch dann die Updates einfach selber draufladen. Dazu benötigt ihr solch einen alten USB-Anschluss, der dann da unten in diese Buchse reinkommt. Ich möchte euch nur zeigen, dass auf meinem keine Software drauf ist. Der ist einfach blank. Die Dioden leuchten, aber im Display wird nichts angezeigt, da keine Software drauf ist. Dann schauen wir uns jetzt mal am PC an. Als erstes gehen wir auf Arduino CC, den Link mache ich euch unten rein, dort auf Downloads und für euer jeweiliges System ladet ihr euch die Arduino Software runter. Bei mir ist es für Windows 10 relativ einfach, wir möchten den Leuten nichts spenden, runterladen, dann kommen wir in den App Store, da ich Windows 10 benutze, runterladen, installieren. Das macht er ganz von alleine, sind um die 500 Megabyte. Dann installiert er das als App ganz von alleine und fertig ist die Laube. Des Weiteren brauchen wir zwei Libraries für die LCD-Displays, damit die angesteuert werden. Das ist immer die neueste Version. Einfach runterladen und als ZIP-Datei speichern. Und hier auch die neueste Version für das kleine OLED-Display. Einfach mit runterladen, auch wenn ihr kein OLED habt, weil der Code ist immer bei allen gleich. Und falls ihr diese Library nicht hinzufügt, spuckt euch der Kroni einfach einen Fehler raus beim Hochladen. Also einfach beides mit runterladen, als ZIP-Datei speichern und fertig ist das. Wenn ihr soweit seid, alles ist installiert und ihr seid im Download-Link zu der Kroni-Software gefolgt, könnt ihr diese öffnen und da geht automatisch die Arduino-Software an. Als nächstes müssen wir die Konfiguration vornehmen, damit der Arduino, der im Kroni verbaut ist, erkannt wird. Dazu auf Werkzeuge. Wir wählen den Arduino Nano aus. Dann das Board, das ist das 328P Old. Und als Port kann ich noch keinen wählen. Ich schließe mal den Kroni mit dem Kabel an. Und jetzt hat er gefunden, COM3, wunderbar. Um die Libraries zu laden, einfach über Sketch, Bibliothek einbinden. Dann ZIP-Bibliothek hinzufügen. Wir haben es logischerweise gespeichert unter Downloads. Einmal die New Crystal. Bei mir wird jetzt angezeigt, dass ja die Bibliothek bereits vorhanden ist, weil ich das schon habe. Und zum Zweiten auch wieder über die ZIP-Bibliothek einfügen. Downloads das U8. Für das OLED. Na. Ah. Und da kommt auch bei mir, dass es schon vorhanden ist. Ihr könnt das jetzt, bevor ihr es hochladet, überprüfen. Indem ihr einfach auf Überprüfen drückt, dann seht ihr hier unten, der Sketch wird kompiliert. Das dauert dann eine kleine Weile. Und sobald er da fertig ist und euch keine Fehler ausspuckt, wisst ihr, dass der Sketch mit den Libraries, die wir hinzugefügt haben, genau auf diesem Board, was ihr habt, funktioniert. Falls ihr einen Fehler doch bekommen solltet, könnt ihr nochmal überprüfen, ob ihr auch das richtige Board ausgewählt habt. In einigen ist das Old verbaut, so wie jetzt bei mir. In
Kann auch passieren, dass diese eine etwas neuere Charge schon das 328P hat. Dann einfach das auswählen und nochmal überprüfen. Wenn es dann fehlerfrei läuft, könnt ihr es dann anschließend auf euren Kroni hochladen. So, ich hoffe mal, der ist gleich fertig. So, das Kompilieren ist abgeschlossen, aber es ist kein Fehler rausgekommen. Und dann tun wir jetzt mal das gute Stück hochladen. So. Und zum Hochladen benutze ich jetzt auch mal die Kamera mit zusätzlich. Einfach hier auf Hochladen klicken. Da seht ihr unten, dass es anfängt hochzuladen. Es wird kompiliert und lädt hoch. Und der Chroni ist angeschlossen. Im Display werden immer noch die Kästchen angezeigt, dass nichts da ist. Schwupps. Und seht ihr, das Uploaden ist abgeschlossen. Seht ihr auch auf dem Bildschirm. Jetzt ziehen wir das gute Kabel raus. Dann müsste der. So. Und schwuppsiwupps. Wir haben die Version 0.61. Wir sehen hier an den Kästchen, dass die Lichtschranken kein Baller kennen. Ballerkant, Ballerkant. Das heißt, es funktioniert wunderbar. Batterieladefunktion ist dabei und auch, da ich das Dual-Display habe, wird hier das kleine OLED angesteuert, um im hinteren Bereich dann. Ups. Euch das anzuzeigen. So, das war es eigentlich schon. So Leute, das war es jetzt schon. Ihr könnt euren Kroni jetzt benutzen und ich hoffe, ihr habt viel Spaß damit. Tschüss.